Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal von Klimawissen Online. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns, der mit euch zu euch eine halbe Stunde ungefähr erzählen wird über seinen Arbeitsbereich. Es ist Johann Kandler vom Klimabündnis Österreich, wo er verantwortlich ist für die Koordination Partnerschaft am Rio Negro. Unser Referent Johann Kandler arbeitet schon seit 1993 beim Klimabündnis Österreich, eben im Bereich Partnerschaft mit indigenen Völkern, Amazonas-Regenwald, Klimagerechtigkeit. Und vorher war er 20 Jahre in Brasilien tätig. Das heißt, der Mann weiß wirklich, wovon er spricht. Unter anderem in Amazonas. Er hat die einheimische Bevölkerung unterstützt im Kampf um Rechte und um ihre Rechte und den Erhalt des Regenwaldes. Der Vortrag heute heißt Amazonas Leben ohne Steckdose. Worum geht's da? Es geht am Rio Xingu, man schreibt den Xingu, das ist dieser Link, den ich auch am Anfang gezeigt habe auf der Startfolie, da gibt es ein YouTube-Video dazu. Also dieser Rio Xingu ist ein Nebenfluss des Amazonas. Und dort wurde mit dem Staudamm Belo Monte das drittgrößte Kraftwerk der Welt errichtet, mit verheerenden Folgen für die Natur dort und für die einheimische Bevölkerung. Und diese angeblich saubere Energie, also sauber unter Anführungszeichen, weil es ist ja Wasserkraft, denkt man sich, aber diese angeblich saubere Energie aus dem Regenwald dient jetzt nicht dem Fortschritt in der Region dort, sondern versorgt große Industrieanlagen, die Konsumgüter für die reichen Länder produzieren. Und diese verbrauchen direkt oder indirekt 3/4 der Energie weltweit, diese Industrieanlagen. Aber es gibt Alternativen, den Verbrauch zu reduzieren, damit die Umwelt zu schützen und auch allen Menschen Zugang zu Energie und besseren Lebensbedingungen zu ermöglichen. Und von seinen diesbezüglichen Erfahrungen, seiner Arbeit, wird der Johann Kandler uns erzählen. Ich darf Sie herzlich begrüßen, Herr Kandler. Im Prinzip gehört jetzt die Bühne Ihnen die nächste halbe Stunde. Ich schalte mich zurück. Sie können gerne schon dann mit Ihrem Beitrag starten. Guten Morgen. Dann versuchen wir, das einzublenden. Ich sehe jetzt, wir sehen jetzt schon die Folienansicht. Gut, dann können wir starten mit der. Ja, bis jetzt sehen wir erst die Folienansicht, also noch nicht die Bildschirmansicht. Ach so, dann dauert es noch etwas. Macht nichts. Es scheint, dass heute die Verbindung in Osttirol etwas langsamer ist. Richtig, der Herr Kandler sitzt in Osttirol. Aber so nutzen wir eben diese Möglichkeit, die uns eben das Internet bietet, dass wir einen Referenten auch aus Osttirol praktisch in eure Homeschooling-Klassen kriegen. Wir können das sonst so probieren, wie wir es geübt haben, mit diesen Desktop-Teilen. Also Inhalte freigeben und dann auf Desktop, dann sieht man genau das Gleiche. Ja, gut. Bei mir zeigt schon die Präsentation an. Aber bei uns nicht. Bei uns nicht. Ne? Probieren Sie noch einmal zu beenden, die Bildschirmpräsentation, also das Bildschirm teilen zu beenden mit diesem kleinen Kreuzchen. Was ist das? So, ich verweise inzwischen noch einmal auf diesen YouTube-Film, für die, die ihn noch nicht gesehen haben, auf upz.at/Xingu, schreibt man das, ist dieser Film zu sehen, den ihr in der Vorbereitung, glaube ich, schon einige von euch sich angeschaut haben. Und den könnt ihr auch noch nachsehen, vor allem die ersten 7 Minuten, 7,5 Minuten wären das sehr interessant. So, wenn Sie jetzt auf die PowerPoint gehen, also wir sehen jetzt alles, was Sie sehen, zum Beispiel jetzt sehen wir, genau, jetzt sehen wir einen Desktop. Und wenn Sie jetzt auf Bildschirmpräsentation geben, müsste es eigentlich funktionieren. Schaut gut aus. Jawohl, bitteschön, wir sehen alles. Jetzt geht's los. Gut, dann starten wir. Dann haben wir einen schönen Tag allen zusammen. Ich habe diesen Vortrag schon öfters in Schulen auch gehalten im Laufe der vergangenen Jahre. Und immer am Beginn, wenn ich die Frage stelle, wer von euch kann sich ein Leben ohne Steckdose vorstellen, dann schauen mich meistens alle mit großen Augen an,
weil es für uns wirklich unvorstellbar ist. Für uns ist Energie, die Verfügbarkeit von Energie praktisch selbstverständlich. Nicht? Wir stehen in der Früh auf und schalten das Licht ein und die Kaffeemaschine und den Computer. Und so ist es den ganzen Tag. Unseren Tankstellen Treibstoff auch zum Tanken. Also Energie ist für uns ganz was Selbstverständliches. Und dazu kommt auch noch, dass Energie für uns sehr, sehr günstig ist, verhältnismäßig sehr, sehr billig. Deswegen weiß auch kaum jemand, wie viel Energie er so im Jahr verbraucht oder wie viel Treibstoff in etwa eine Familie verbraucht, weil es kaum ins Gewicht fällt. Leider ist die Situation in anderen Regionen der Welt ganz anders. Dort ist der Energiezugang oft schwierig. Wir werden das gleich sehen bei den nächsten Bildern. Und da wird erst dann bewusst, wenn man selbst in so einer Region gelebt hat und ab und zu unterwegs ist, wie wichtig Energie für die Entwicklung einer Region ist, für den Wohlstand, für die Bequemlichkeit der Familien, für die Sicherheit auch. Und da sehen wir Regionen in der Welt, wo die Situation ganz anders ist. Und ich selbst habe das erlebt. Ich bin viele Jahre in Amazonen unterwegs gewohnt und jahrelang eigentlich auch keinen Strom zur Verfügung gehabt. Und daher habe ich das besonders schätzen gelernt. Das Thema Energie hängt auch sehr eng zusammen mit dem Thema Klima und Klimakrise. Als Organisation, die sich für den Klimaschutz einsetzt, haben wir uns auch intensiv mit dem Thema Energie und Energieverbrauch, Herstellung beschäftigt. Und deswegen ist es ein der ganz eine wichtige Rolle hat heute, vor allem wenn wir uns überlegen, wie können wir diese Klimakrise in den Griff bekommen. Und in dem Zusammenhang, Klimabündnis ist ja auch eine Partnerschaft mit indigenen Völkern. Und diese Völker im Amazonasgebiet, die erleben besonders stark die Auswirkungen des Klimawandels und die Folgen der Rodungen und der Erschließung. Und da erleben wir praktisch bei unseren Kontakten ihre Sichtweise auf diese Art der Entwicklung, die sich in Amazonen in den letzten 50 Jahren vor allem ausgebreitet hat. Und damit will ich jetzt einsteigen. Ich möchte also auch noch betonen am Beginn, mir geht es nicht darum, jetzt schreckliche Geschichten und so weiter zu erzählen und ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern wenn wir etwas beitragen wollen zum Klimaschutz, dann müssen wir sehr gut Bescheid wissen über die Ursachen der Klimakrise. Und das hilft uns dann, dieses Ohnmachtsgefühl zu überwinden, wie es in der Einleitung angesprochen worden ist, weil wir sehen, wir können mit unserem Verhalten auch einen Beitrag leisten zum Klimaschutz. Und vieles ist uns oft gar nicht bewusst. Gut, dann steigen wir ein ins Thema, das erste Bild, eine Nachtaufnahme der Erde. Und es gibt ja viele Zahlenerhebungen über den Energieverbrauch, aber da wird klar sichtbar, dass es auf unserer Erde Regionen gibt, wo Energie reichlich zur Verfügung steht, nicht wo die ganze Städte und Gebiete hell erleuchtet sind in der Nacht, dass es aber auch weite Gebiete gibt, in Afrika, in Südamerika, in Asien, wo kaum Energie zur Verfügung steht, wo also die Bevölkerung in Armut lebt. Warum? Weil eben Energie ein Schlüsselfaktor für Entwicklung ist und der Energiezugang auch politisch gesteuert wird im Interesse der Regierungen und der Industrieunternehmen, Konzerne und so weiter. Manche werden sie überrascht sein, nicht? Die Welt steht auf dem Kopf sozusagen. Das soll uns diese
verkehrte Welt soll uns ein bisschen bewusst machen, dass wir es gewohnt sind, die Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen. Und heute möchte ich euch einladen, die Welt aus der Sicht der Menschen des Südens zu sehen, der Menschen, die eben in diesen Regionen leben und nicht dieses Privileg des Energiezugangs haben. Und wir wissen aus Studien, dass heute etwa ein Viertel der Menschheit 75%, also drei Viertel der Energie verbraucht, das ist also der direkte Energieverbrauch. Und auf der anderen Seite gibt es weltweit über 1 Milliarde Menschen, die bisher keinen Zugang zu elektrischer Energie hat. Und bei diesem Energieverbrauch der Industrieländer, dieses einen Viertels der Menschen und natürlich auch die reichen Eliten in den Städten des Südens, Rio, São Paulo und so weiter, die haben diesen Energiezugang auch, da ist die graue Energie noch nicht einberechnet. Was versteht man unter der grauen Energie? Vielen ist es gar nicht bekannt, dieses Wort, und kaum bewusst, dass wir sehr viel von dieser grauen Energie produzieren. Aber darauf komme ich gleich im Anschluss. Zuerst möchte ich bewusst machen, die Hauptursache für die Klimakrise ist die Verbrennung der fossilen Energien. Das sind also Erdöl, Kohle und Gas. Die machen etwa 80% unserer Energieversorgung aus in den Industrieländern. Und zu dieser Gruppe gehört ja Österreich dazu, und da sind wir eng vernetzt durch unseren Konsum und durch den Handel. Und da merkt man schon, dass diejenigen, die diese Energiequellen kontrollieren, einen sehr großen Einfluss haben weltweit bei der Bestimmung der Energiepolitik. Und das sind relativ wenig Unternehmen. Wenn man denkt im Erdölbereich, da gibt es einige große Player wie Shell, BP, Total und andere, die etwa ein Dutzend von Unternehmen, die kontrollieren die meisten Energie und die bestimmen damit auch sehr stark die Energieversorgung in den Ländern mit. Die haben auch Interesse gehabt und eine Abhängigkeit auf unserer Seite von diesen Energiequellen zu verursachen. Gut, diese Frage muss ich jetzt auch selbst beantworten. In der Regel zeigen dann die Teilnehmer bei den Vorträgen auf, was sie glauben, wie viel CO2 entsteht aus einem Liter Benzin oder Diesel, damit wir dafür auch ein Gefühl bekommen, weil das oft nicht bekannt ist. A, sind es 1,5 Kilogramm, B, ist es 1 Kilogramm oder C, 2,5 Kilogramm. Tatsächlich ist es so, wenn man 1 Liter Benzin verbrennt, verursacht man 2,5 Kilogramm CO2. Das heißt, es ist schon eine ganze schöne Menge. Jetzt sehen wir ein anderes Bild mit dicken Pfeilen, die da Richtung Österreich zeigen, und dünnen weißen Pfeilen, die in andere Kontinente fließen. Und diese Pfeile bedeuten die CO2, die Produkte, die wir nach Österreich importieren, in denen Energie steckt. Und das ist diese graue Energie, von der wir reden, die ich schon angesprochen habe, die uns kaum bewusst ist. Diese Studie ist übrigens in Graz entstanden, vor einigen Jahren, kann man sich im Internet auch ansehen und runterladen. Und die hat bewusst gemacht, dass wir durch den Kauf von Laptops, von Autoteilen, von Fernsehern, von T-Shirts und so weiter, die in Asien zum Beispiel produziert werden, sehr viel CO2-Emissionen dort verursachen. Und die nächste Tabelle zeigt jetzt CO2-Emissionen pro Kopf. Österreich verursacht direkt durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen etwa 12 Tonnen. Das schwankt jährlich etwas, aber in der Größenordnung. Rechnet man die graue Energie dazu, die in Produkten steckt, die wir importieren, dann
verdoppelt sich unser CO2-Ausstoß. Das heißt, wir haben da große Herausforderungen zu bewältigen, in den nächsten Jahren das zu reduzieren. Und damit kommen wir jetzt zum Amazonas. Wir haben also diesen globalen Hintergrund des Energieverbrauchs und unsere Abhängigkeit gesehen. Und jetzt zu dem Thema Amazonen, Regenwaldzerstörung, Lebensraumzerstörung und Energieproduktion, graue Energie. Es ist schon erwähnt worden, das Klimabündnis ist eine Partnerschaft mit indigenen Völkern am Rio Negro im Nordwesten Amazonens. Und da gibt es immer wieder Kontakte und Austausch. Und damit wird immer mehr in Österreich, in den Klimabündnisgemeinden, Schulen und so weiter bewusst, wie eng unsere Welten zusammenhängen, obwohl wir eigentlich sehr weit voneinander leben. Ja, und jetzt auf den Weg auf zum Amazonas, eine Region, die wir uns ja kaum vorstellen können. Das Regenwaldgebiet ist etwa 80 Mal so groß wie Österreich, erstreckt sich also über tausende Kilometer von Osten nach Westen, von Süden nach Norden. Und weite Teile sind da noch erhalten geblieben, aber andere bereits zerstört. Die sehen wir dann später. Zuerst möchte ich noch darauf hinweisen, dass Amazonen einen großen Einfluss hat auf das Weltklima und auch auf das Wetter bei uns. Und das passiert einerseits dadurch, dass der Regenwald sehr viel CO2 bindet und andererseits durch den Wasserkreislauf. Denn tagtäglich verdunsten dort tausende Milliarden Tonnen von Wasser. Es entstehen die Regenwolken und die sogenannten fliegenden Flüsse, wie man das heute nennt. Und wenn Wasser verdunstet, kühlt sich der Wald ab und wenn sich der Wasserdampf wieder in Regentropfen verwandelt, dann wird Energie freigegeben und das erwärmt die Atmosphäre und beeinflusst die Luftströmungen weltweit gesehen und trägt dazu bei, dass bei uns in Europa das Klima ausgeglichener ist. Damit haben wir also auch großes Interesse, den Regenwald zu erhalten. Andere Bedeutung neben dem für das Weltklima, das ist der Reichtum an Tieren und Pflanzen, der im Amazonas existiert. Also ein Beispiel nur das Faultier, das sich sehr gut angepasst hat an dieses labile Ökosystem und das überhaupt nicht faul ist, sondern nur sehr langsam sich bewegt, sehr viel schläft, 16, 17, 18 Stunden am Tag und damit braucht es wenig Energie und kommt auch mit wenig Futter aus. Denn Futter ist am Amazonas schwierig, weil viele Pflanzen dort giftig sind oder ihre Samen und Früchte in harte Schalen verpacken. Weiters ist der Amazonas auch Lebensraum von indigenen Völkern. Da gibt es etwa 1 Million Menschen noch von 400 verschiedenen Völkern in Brasilien, Peru, Ecuador, Venezuela und so weiter. Und darüber hinaus gibt es auch große Städte und größere Ortschaften. Insgesamt leben heute schon über 30 Millionen Menschen im Amazonasgebiet. Und diese Völker haben sich vor allem sehr gut angepasst. Sie leben an den Flüssen in der Regel. Die Flüsse sind die Lebensadern der Region. Dort gehen sie fischen, baden, spielen, Geschirr waschen, Wäsche waschen und damit, ja, und es ist auch der Reiseweg, der Transportweg. Und diese indigene Bevölkerung lebt auch vom Wald, indem sie da Früchte sammelt und sie legen auch kleine Felder an, die sie abbrennen. Das ist auch etwa so groß wie ein Fußballfeld und dieses Abbrennen erfolgt sehr sorgfältig. Die Indigenen achten darauf, dass nicht zu viel verbrennt, nur die dünnen Äste und Zweige. Das dicke Holz bleibt da liegen, wie man sieht. Und das ist der Vorteil, dass damit die Nährstoffe, die im Holz gelagert sind, langsam freigesetzt werden und die Pflanzen, die Bäume, die dann später wieder aufwachsen, nach 3, 4 Jahren, verlassen diese indigenen Familien diese Felder und der Regenwald
überwuchert das Ganze wieder, kann sich erholen und erst nach 20 oder 50 Jahren kommen die Menschen zurück, um das neuerlich zu roden. Und damit hat diese Brandrodungswirtschaft der Indigenen nie den Regenwald bedroht. Im Gegenteil, sie haben dadurch sogar die Vielfalt, die Biodiversität der Pflanzen im Regenwald erhöht. Ja, und gesprochen hat, der Fluss ist auch die Lebensader. Da kommen die Händler mit ihren Booten vorbei. Es gibt dann Tauschgeschäfte und wenn jemand in die Stadt muss, kann er da seine Hängematte oben auf dem Deck aufhängen und mitfahren. Und diese Reisen dauern dann 2-3 Tage. Und damit merkt man schon, in der Region gibt es ein ganz anderes Zeitgefühl, einen ganz anderen Umgang mit der Natur und untereinander. Und jetzt, wenn man so ein wenig über das Leben in der Region weiß, beginnt man dann auch besser zu verstehen, warum diese Waldzerstörung so schlimme Auswirkungen hat. Das hat vor 50 Jahren begonnen. Bei den Vorträgen bin ich gefragt worden, ja, warum ist das so ein Problem im Amazonas, wenn da ein paar tausend Quadratkilometer Wald gerodet werden. Bei uns ist auch früher viel gerodet worden. Es ist ja immer so viel Wald da. Das Problem besteht eben darum, dass der Regenwald einzigartig ist, viele Arten oft nur auf wenigen 100 Hektar existieren und dass es vor allem Lebensraum dieser Menschen ist. Und diese Waldzerstörung, die begonnen hat zum Abbau von Bodenschätzen, wie man da sieht, oder ja, zur Gewinnung von Tropenhölzern, die hat sich dann im Laufe der Jahre und es ist Industrien entstanden, dafür hat man die ersten Kraftwerke gebaut und so ist immer mehr zerstört worden. Im Westen Amazonens ist für die Erdöl- und Gewinnung vor allem Regenwald vernichtet worden, um den Weltmarkt mit diesem Diesel, Benzin und so weiter, den wir tagtäglich konsumieren, zu versorgen. Und die Auswirkungen dort auf die Menschen, den Regenwald, sind sehr, sehr schlimm. Da haben wir gar keine Vorstellung. Das heißt, selbst wenn wir die Klimakrise nicht hätten, müssten wir schauen, dass wir so rasch wie möglich wegkommen von diesem Öl. Und neben der Waldzerstörung werden auch die Menschen oft vertrieben für diese Form der Energiegewinnung. Und die großen Konzerne schicken ihre, unter Anführungszeichen, Sicherheitsleute, die Menschen aus den Dörfern vertreiben, wenn sie Widerstand leisten, oft zusammenschlagen und viele sind da auch immer wieder ermordet worden. Und jetzt sehen wir die Landkarte der Zerstörung des Amazonas in Brasilien. Die roten Flächen im Osten und im Süden sind bereits gerodete Waldgebiete und die grünen Flächen sind Schutzgebiete, hellgrün sind indigene Gebiete und die dunkelgrünen sind andere Schutzgebiete. Und wir sehen da jetzt vor allem auch, dass entlang der Transamazonika schon sehr viel gerodet worden ist. Und die, warte mal, Entschuldigung, nochmal kurz zurück. Ah. Ja, nicht diese roten Flächen, das sind hauptsächlich entlang der Straßen. Darauf Richtung Norden zum Amazonas gibt es sehr viele Rodungen auch heuer wieder und Brände und da in Santarém und entlang der Transamazonika, wo dann auch das Kraftwerk gebaut worden ist. Nach wie vor sind es vor allem Tropenhölzer, die auch nach Europa kommen. Inzwischen sollen ja auch Holzpellets hergestellt werden und nach Europa exportiert werden, wie auch aus Afrika und aus Kanada zum Beispiel. Und jetzt sehen wir das Kraftwerk Belo Monte. Wer den Film noch nicht gesehen hat, kann es sich dann im Anschluss anschauen, denn da lebt man die einheimische Bevölkerung und die Auswirkungen, da kommen sie also selbst zu Wort. Das Kraftwerk Belo Monte ist das drittgrößte Kraftwerk der Welt, das in den letzten Jahren gebaut worden ist und inzwischen funktionieren auch schon fast alle Turbinen. Nicht? Und das war so, dass der Xingu-Fluss aufgestaut worden ist, etwa 30 Kilometer weiter oberhalb und da ein großer Kanal gebaut worden ist
um das Wasser da herzuleiten. Nicht da unten die Brücke gehört zur Transamazonica, dieser großen Straße, die Amazonen quert. Und der frühere Verlauf des Flusses war die sogenannte Volta Seca. Das geht darüber in den außerhalb des Bildes, da links rüber. Und da sind viele Dorfgemeinschaften eben vertrieben worden, enteignet worden oder die Widerstand geleistet haben, sind geblieben. Aber jetzt ist eine große kanadische Goldbaufirma in die Region gekommen, um dort Gold abzubauen. Durch die Wirtschaftskrise und die Klimakrise steigt der Goldpreis und die Nachfrage. Und dafür brauchen sie auch Energie. Und dieser Plan des Goldabbaus und der Abbau anderer Bodenschätze in der Region, den gibt es anscheinend schon länger. Sie sind geheim gehalten worden, aber jetzt wurden sie bekannt. Und jetzt versteht man, warum eben dieses riesige Kraftwerk in der Region gebaut wurde. Denn Altamira selbst ist an das Kraftwerk nicht angeschlossen und der Strom fließt hauptsächlich in diese Aluminiumwerke, in Ostamazonen, in Stahlwerke, in die Fleischverarbeitungsfabriken oder in die Anlagen zur Verarbeitung von Soja und die Herstellung von Biodiesel oder Ethanol von Zuckerrohr. Vor allem die Aluminiumproduktion ist sehr problematisch, weil auch ein hochgiftiger Rotschlamm freigesetzt wird und dort in die Umwelt kommt. In Verbindung im weiteren Sinne ist auch der Sojaanbau mit diesem Energieverbrauch. Soja wird ja dort agroindustriell produziert auf riesigen Flächen, die 4.000, 5.000, 10.000 Hektar groß sind. Diese Besitzungen, das können wir uns gar nicht vorstellen, mit massivem Maschineneinsatz, also Flugzeugen, die dann Traktoren, Flotten mit 20, 30, die hintereinander unterwegs sind, um die Erde umzupflügen, auszusehen und dann kommen nach drei Monaten die Mähdrescher und ernten dieses Soja, das teils heute schon zu Biodiesel verarbeitet wird. Da hat Shell und andere Erdölunternehmen investiert, um diese Produktion aufzubauen. Andererseits wird Soja verarbeitet zu Öl und zu Kraftfuttermitteln, die dann in Europa eingesetzt werden für die Massentierhaltung. Und Österreich alleine importiert etwa 600.000 bis 700.000 Tonnen Soja pro Jahr, das in den Schweine- und Rindermägen und Hühnermägen dann auch landet. Das sind also kurz die wichtigsten Ursachen dieser Regenwaldzerstörung und die Auswirkungen auf die Menschen in der Region. Ich habe es erwähnt am Beginn, es leben über 30 Millionen Menschen im Amazonasgebiet, die Hälfte davon in kleinen Dörfern im Landesinnern, sind Kleinbauern, Kautschukzapfer, Sammler verschiedenster Waldprodukte und die werden durch diese großen Projekte vertrieben und bilden dann oft diese Flüchtlingslager entlang der Straßenränder oder kommen in die Elendsviertel der Städte. Und nachdem diese Vorgänge ja auch in Afrika, in Asien passieren, versuchen viele dann zu flüchten nach Europa, nach Nordamerika, um dort Arbeit zu finden. Das heißt, im Hintergrund sind es auch Treiber für die Migration Richtung Industrieländer. Auch die indigene Bevölkerung ist stark bedroht, weil die aktuelle Regierung, Präsident Bolsonaro und seine Minister versuchen, ganz offen Umweltschutzgesetze wieder rückgängig zu machen oder indigene Schutzgebiete rückgängig zu machen, damit sie Zugang bekommen zu den Bodenschätzen in den indigenen Gebieten, zu den Holzreserven oder eben zum Anbau von Zuckerrohr für Ethanol und Soja oder für Rinderweiden. Und dahinter stecken eben Unternehmen, die in den letzten Jahren massiv politische Parteien finanziert haben und heute die Mehrheit im nationalen Parlament von Brasilien bilden und daher versuchen, diese Gesetze
durchzubringen. Sie werden dann immer wieder gestoppt durch Demonstrationen und Mobilisierungen, aber Schritt für Schritt wird es abgebaut. Gut, auch die Klimakrise verursacht immer mehr Probleme und das trägt zusätzlich zur Waldbedrohung bei. Das heißt, wir haben es wirklich eilig, die zu beenden, einzubremsen. Auch am Rio Negro sind die Trockenheiten oft so stark, dass der Fluss austrocknet, dass die Menschen dann nicht mehr das Wasser nutzen können, dass die Fische verschwinden. Auch gibt es dann wieder so heftige Regenfälle, dass Orte überschwemmt worden, wo früher nie das Wasser hingekommen ist. Das heißt, die Klimakrise trifft die Menschen, die sie nicht verursacht haben, da schon ganz besonders stark. Und auch ihren ganzen Jahreskreislauf, der da in diesem Kalender abgebildet ist, denn sie versorgen sich ja direkt aus der Natur mit allem, was sie zum Leben brauchen. Und diese Klimaveränderungen beeinflussen da sehr stark ihr Leben. Daher bemühen Sie sich da weiter in Ihrer Region zu bleiben, den Regenwald zu schützen. Wir unterstützen Sie dabei. Auch die Indigenen brauchen Energie und da sind dann erneuerbare Energien wichtig, nicht mehr auf diese zerstörerische Energie zu setzen, sondern Photovoltaik zum Betrieb zum Beispiel von Funkgeräten oder auch für Satellitenschüsseln, die den Internetzugang ermöglichen. Das ist oft überraschend, aber Internet und diese neuen Medien helfen den indigenen Völkern, ihre Rechte zu erkämpfen. Sie verwenden also auch Laptops und Beamer und Smartphones und damit ist es natürlich viel leichter, dass sie da Widerstand leisten. Gut, jetzt wollte ich zwischenfragen kurz, denn jetzt kommen noch einige Vorschläge und Anregungen, was wir tun können, damit wir auch einen Beitrag leisten zum Erhalt des Regenwaldes und zum Klimaschutz. Ist inzwischen eine dringende Frage aufgetaucht im Chat oder soll ich meinen Teil fertig machen? Wir machen das bitte fertig und am Schluss beantworten wir die Fragen, die dann kommen. Wenn jemand jetzt ganz dringend eine Frage hätte, bitte gerne auch jetzt schon das Mikrofon einschalten, aber ich glaube, wir werden es eher nach Ihrem Vortrag dann machen. Gut, dann wird sie manchmal fragen, was hat denn das Spaghetti-Essen jetzt mit dem zu tun, mit dem Ganzen? Die Erfahrung ist, wenn man sich diese großen Zusammenhänge anschaut, Regenwaldzerstörung, große Unternehmen, dann fühlt man sich oft recht ohnmächtig und weiß nicht wirklich, wo man oft anfangen soll. Und da hilft, glaube ich, der Vergleich mit dem Spaghetti-Essen. Warum? Ein Teller Spaghetti kann man nicht auf einmal in den Mund stopfen. Man muss einfach mit Geduld Nudel um Nudel um die Gabel wickeln. Und so kann man auch beim Klimaschutz oder Regenwaldschutz was erreichen. Denn wenn sich da alle engagieren, zum Beispiel, und vor allem in diesen drei FFF-Bereichen etwas unternehmen, kleine Schritte setzen, dann summiert sich das Ganze und es beginnen auch die Veränderungen. Und wichtig ist, wir müssen sofort handeln, heute beginnen und wir müssen rasch handeln. Und zwar auf allen Ebenen. Es kann jeder Einzelne etwas unternehmen. Es kann die Familie zusammen Maßnahmen setzen, die Betriebe, die Schulen, die Pfarren, die Gemeinden und so weiter. Und in den Vereinen etc. Und diese drei F stehen vor allem für Fliegen, für Fahren mit dem Auto und drittens für Fleischkonsum. Und damit wird dann auch sehr viel Energie gespart, direkt und indirekt. Ich erinnere wieder an die graue Energie. Und sich zu überlegen, wo können wir bei der Energieverschwendung ansetzen? Denn bei uns wird sehr viel Energie für Luxusdinge verwendet. Bequemlichkeit, und so weiter, das Licht auszuschalten, Geräte
vom Stand-by-Betrieb zu nehmen, mehr zu Fuß zu gehen, nicht dafür kurze Strecken sich ins Auto zu setzen oder in der Freizeit herumzufahren. Und das bedeutet eigentlich alles eine Art von Luxuskonsum. Nicht? Der ganze sogenannte Motorsport zum Beispiel, der hochenergieintensiv ist und auf den wir ganz leicht verzichten könnten, denn da sinnlos mit Autos und Motorradl Runden zu drehen, ich weiß nicht, was da dran wirklich sportlich oder intelligent sein sollte. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema. Das heißt, wir können energieeffizienter einsetzen und Suffizienz bedeutet, wir müssen also auch diese Verschwendung beenden. Und da gibt es viele Beispiele, die ich noch kurz aufzeigen will, nicht Fahrräder einzusetzen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Ich zwar wohne am kleinen Bergdorf in Osttirol, wir brauchen ein Auto, um bis zum Bahnhof zu kommen, das sind 10 Kilometer, aber sonst bin ich seit 1993 nur mit dem Zug und mit Bussen unterwegs und leihe mir gelegentlich ein Auto beim Carsharing aus auf irgendeinem Bahnhof. Spritsparende Fahrweise ist auch möglich. Da kann man bis zu einem Viertel der Energie einsparen, wenn man überlegt und vorausschauend fährt, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Mitglied beim Carsharing zu werden. Jetzt ist viel die Rede von der Elektromobilität, aber da muss uns auch bewusst sein, Elektroautos verbrauchen sehr viel Rohstoffe und Energie, Grauenergie in der Herstellung und damit sind sie kein einfacher Ersatz für unsere bestehenden Autos. Zukünftig müssen Autos gebaut werden, die wesentlich leichter sind, die langsamer fahren, die nur mehr in der Region, in der Nähe eingesetzt werden und nicht mehr für weite Reisen. Wie kann man die graue Energie sparen? Indem man vor allem Geräte, Kleidung und andere Dinge möglichst lange verwendet, denn damit verlängert man die Lebensdauer. Es müssen keine neuen produziert werden. Zweitens, man kann vieles reparieren, statt es wegzuwerfen. Dritte Möglichkeit, Secondhand zu nützen. Viele Dinge, die Leuten nicht passen, werden abgegeben, sind nie benutzt worden und sind viel günstiger auch einzukaufen. Tauschbörsen können organisiert werden von Vereinen, von nicht von Weltläden. Und der vierte Punkt, sich gut zu überlegen, was, wenn wir was kaufen wollen, ob wir das auch wirklich brauchen, denn unsere Keller und Dachböden sind voll von Dingen, die einmal gekauft worden sind und die kaum verwendet werden. Und im Alltag gibt es einfache Regeln, bei den Kühlgeräten auf die Einstellungen zu achten, Gefrierschrank auszuschalten, leer zu machen, wenn man in den Urlaub fährt, nicht bei den Herdplatten und so weiter aufzupassen, dass Töpfe auf den Deckeln sind, dass sie ausgeschaltet werden. Wasserkocher verbrauchen weniger Energie als Wasser, um Herd zu erhitzen. Wäschetrockner möglichst vermeiden, dafür Wäscheleinen in den Garten oder auf dem Balkon hängen, wenn es irgendwie möglich ist. Nicht die Raumtemperatur senken und ein bisschen wärmer anziehen. Elektrische Heizung, Klimageräte vermeiden, Standby-Modus vermeiden, Ladegeräte ausstecken und Akkus statt Batterien zu verwenden, Akkus, die man also wieder aufladen kann. Und im Ernährungsbereich, da ist eine vegetarische Ernährung wesentlich günstiger, denn wir sehen da auf der Grafik, dass in der Tierproduktion vor allem viel Energie verbraucht wird und in der Pflanzenproduktion also wesentlich weniger. Das heißt, die Beilagen zu vermehren und die Fleischportionen zu verringern und dafür vor allem auch biologisches Fleisch aus der heimischen Landwirtschaft zu verwenden, ist ganz ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zum Regenwaldschutz. Gut, da haben wir zusammengefasst, bio, regional, saisonal, faire Dinge kaufen, Fleisch, Konsum reduzieren. Beim Einkaufsplanen
vermeidet man, dass man unnütze Dinge kauft, die vielleicht gerade im Angebot sind und die dann verderben und weggeworfen werden. Verpackungsmüll kann man vermeiden, biofaire Kleidung einsetzen. Also alles Schritte, die man machen kann. Eine hilfreiche Seite, wer sie nicht kennt, der Tipp, sich das anzuschauen, ein guter Tag. Viele interessante Vorschläge, wie man Klima und Regenwald und Umwelt schützen kann. Und zum Schluss, falls es noch nicht bekannt gibt, es gibt seit 2015 die 17 Nachhaltigkeitsziele, die mit der sogenannten Agenda 2030 von allen Ländern weltweit umgesetzt werden sollen. Und auch da haben Gemeinden, Schulen, Betriebe die Möglichkeit, bei diesen Nachhaltigkeitszielen sich gut zu überlegen, wo sie am Beitrag leisten können, um dann, wenn sie Maßnahmen setzen, nicht irgendwo anders wieder negative Folgen haben. Gut, damit sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn es jetzt Fragen gibt, bin ich gerne bereit, die zu beenden, zu beantworten. Gut, danke Herr Kandler für diesen Einblick in Ihre Arbeit der vielen letzten Jahre.